Hallöchen, meine Zaubermäuse, und willkommen zu einem neuen Part von Terranigma. Wir sind immer noch in der Baumhöhle und uns erwartet der Endgegner, wo ich sage, den gehen wir auch direkt mal an. Jetzt sind wir in der Höhle des Molochs, da kommt dieses Gift und dank des Tautropfens vertreiben wir das Gift und es geht rund. So, der ist, jetzt muss ich kurz überlegen, wie ging der nochmal? Genau, wir müssen diese komischen Pickel angreifen. Und oben haben wir so einen Tausendfüßler, den wir aber nicht angreifen können. Und, es ist, ja, ziemlich simpel. Was ich, oh Gott, jetzt werde ich wieder getroffen, direkt sagen kann, es gibt zwei Formen. Und die zweite kommt jetzt. Denkt, dass ich nicht dazu gewinnen kann. So, jetzt gibt es hier eine ziemlich simple Taktik. Das ist diese hier. Hier werden wir nie getroffen und können einfach den Gegner nach und nach runterhauen. Und ich sehe gerade, da ich ein ziemlich schwaches Level habe, ziehe ich den nur einen ab, aber es ist einfach nur eine Frage der Zeit, bis wir ihn kaputt hauen. Okay, das sind Pickel, die können wir wieder kaputt machen. So. Okay, mit normalen Schlägen sehe ich gerade, ziehe ich den auch mehr ab, dann mach das mal so. Was man sagen kann, hier ist auch ein relativ interessanter Ort zum Leveln, weil diese Pickel ziemlich viel Erfahrungspunkte geben. Aber wir wollen ja jetzt nicht noch mehr leveln, weil das wollte ja nicht unbedingt sehen. Das ist ja im letzten Part passiert. Deshalb machen wir das hier alles kurz und schmerzlos und up. So. Und komm. Nehmen. Also jetzt ist eigentlich ziemlich simpel für den ersten Boss der Overworld. Wird später ein bisschen interessanter, was hier an Gegnern geht. Und ja, ist er wieder weg. Na komm. Und up. Und hopp. Oh ja. Ja, wir haben wieder morgens, wie bei jeder Aufnahme. Ich bin noch ein bisschen down. Gestern hat einen schnellen Arbeitstag gehabt, aber hört man vielleicht noch ein bisschen und gewonnen. Ja, wie gesagt, es ist ziemlich easy. Moloch wurde besiegt. Michi. Lang wartete ich auf diesen Moment. Alle Pflanzen sollen ihre natürliche Form wieder erlangen. Bald wird die Erde wieder erblühen. Doch bedenke, noch ist es zu früh für die Wiederbelebung der Welt. Du musst für das Wachstum allen Lebens sorgen. Jetzt haben wir eine schöne Szene. In der bin ich mal kurz ruhig. Und ich würde mal sagen, bis gleich, Leute.
Ja, wie man gesehen hat, wir haben wieder für Pflanzen gesorgt. Die Welt ist wieder grün und, oh, will mal sagen, schicke, ne? Ja, und das ist Numina, wo wir am Anfang waren. Wir können mit den Pflanzen reden. Der große Baum im Dorf ist der Sonnenbaum. Er ist die weiseste Pflanze. Er sah die Entwicklung des Lebens, bevor die Menschen kamen. Der Sonnenbaum möchte dich sprechen. Geh zu ihm. Ja, dann würde ich mal sagen, lass den Sonnenbaum nicht warten. Endlich kommst du, Michi. Ich bin der Ursprung aller Pflanzen des Sonnenlands. Tief im Inneren der Erde warte ich seit geraumer Zeit auf deine Ankunft. Die Lebewesen der Oberfläche sind noch immer im Schlaf gefangen. Michi, du musst durch diese Welt durchwandern. Höre auf die Lebewesen. Pflanzen zeigen dir den Pfad, den du gehen musst. Hier ist ein Geschenk für dich. Es wird dir Heilung bringen. Da kriegen wir unseren ersten Zauber geschenkt. Endlich einen, für den wir keine Kristalle ausgeben. Weil ich ja gesagt habe, dass ich nicht unbedingt welche kaufen möchte, weil ich die relativ nutzlos finde. So, ich weiß nicht, hat der noch was zu sagen? Ja, genau. Interessiert gar nicht. Seele, nett, dass du vorbeikommst. Jo, dann gucken wir mal, was der hier zu verkaufen hat. Den Sonnenschabkämpf und die Waldrüstung. Die nehmen wir mit. Lässt kein Gift durchdringen, also wahrscheinlich gegen Gift. Wo ich mal sagen kann, komm mal her, klock, klock. Und rein und möchte das auswählen, aber so was von, verdammt. So, dann machen wir mal einen kleinen Zwischenspeicher. Habe ich auch schon, oh ja, schon länger nicht mehr gemacht. Was speichern wir den hier mal? Falls was wieder mit der Aufnahme schief gehen sollte, ne? Man weiß es ja nicht. So, dann gibt's hier, glaube ich, irgendwo... Oh, pff, kaputt! Irgendwo gibt's hier, glaube ich, Kristall für mich. Die kann singen. Okay, wir können sie ja mal singen lassen. Hallo! Hallo, Peter, du bist unser Retter. Ja, wo bin ich? Ja, dann singen wir. So, haben wir schon ein Liedchen trällern. Ich meine, hier gibt's irgendwo ein Kristall. Ich hoffe mal, ich... Ne, hier ist schon der Anfang. Wo ist der denn? Oder nicht? Das gibt's gar nicht. Ich dachte, hier ist ein Kristall, wie ich tot. Wahahaha. Knabberpflanze, nom nom nom. So, was haben wir hier? Da ist er hier. Puff. Da ist er wieder. Und ach ja, hier. Können wir was essen? Komm. Nom 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 nom. Oh, 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 und ich wackel mehr und immer 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 mehr und du, puff, kaputt. Nee. Gut, dann ist der Kristall doch nicht hier, dann habe ich mich geirrt. Ja gut, dann sag ich mal direkt, wir gehen weiter. Und es ist alles wunderschön und grün. Herrlich, die Welt liegt vorne an. So, unser nächstes Ziel liegt im Norden. Dann gehen wir hier durch. Und wie ihr seht, die Pflanzen sind wieder da. Wir haben einen Weg. Du wirst nun nie mehr allein sein. Wir werden immer bei dir sein. Oh. Wenn weitere Lebewesen auferstehen werden, werden sie dir zu Hilfe eilen. Vor dir liegt das einzige Paradies der Vögel. Die Vögel hoffen auch auf deine Hilfe. Ja. Wie ihr euch denken könnt. Unsere nächste Aufgabe wird es sein, die Vögel zu retten. Die mit dir kann auch reden, ja. Ziege in Norden, wird deine Hilfe gebraucht. Jo. Das werden wir natürlich auch machen. Richtung Nordamerika. Das ist unser nächstes Ziel. Und dann gibt es hier aber vorher noch. Muss ich kurz ein bisschen gucken. Colorado. Wo gibt es hier noch ein kleines Secret auf der Karte? Was war das denn? Ich glaube, ich war hier genau. Ein kleines Wäldchen, wo es was zu finden gibt, was wir uns nicht entgehen lassen wollen. Eine schöne Wunderknolle und 380 Taler. Mal die Rüstung wieder raus, die wir gerade gekauft haben. Und dann können wir hier reingehen, in diese Felsspalte. Das ist, ja, Sanktum, unser quasi Vogelparadies. Welch eine Tragik! Einst war dieses Land ein Vogelparadies. Hörst du sie?
Die Schreie der Vögel vom Trauerfelsen im Norden des Landes. Jemand hat ihnen die Lebensquelle geraubt. Seit Jahren warte ich auf die Rückkehr. Also jetzt mal ohne Witz. Wir haben die Pflanzen vor, ich glaube, nicht einmal 5 Minuten gerettet. Wie will diese dumme Blume seit Jahren auf ihre Rückkehr warten? Nett, dass du vorbeikommst. Jo, gerne. Nichts Besonderes. Und das dürfte der Magier. Ja, wir kommen beim Magier. Jo. Alles klar. Nichts Interessantes. So, das ist der Trauerfelsen. Unser nächstes Level, wo wir mal direkt reingehen werden. Ich denke mal, ein paar Minuten habe ich noch aufzunehmen. Ja, doch. Anschauen kann man sich das Level mal. So. Hier geht's rein. Das ist jetzt ein Berglevel. Wow. Mit, wie ihr sehen könnt, Felsen. Wow. Voll in die Fresse. Felsengegnern. Mal gucken, mit welchem Level ich hier den Boss mache. Weil ich sehe gerade, die Gegner kriege ich nicht mit einem Schlag kaputt. Das ist schlecht. Ich sollte eigentlich... Oh, siehst du, genau deshalb... Alles doof, wenn die mich alle treffen, ey. Na, komm. Oh, komm. Und wir machen mit dem Amoklauf jetzt kaputt. Ratter den kaputt. Ja, ich denke mal, so zwei Level sollten wir aufsteigen. Das dürfte kein Problem sein. Müsste ich auch, sonst wird der Boss ein bisschen doof. Weil der Boss hier noch eigentlich mit, ja, je nach Level, mit der einfachste im Spiel, fast der einfachste im Spiel ist. So, dann dürfte hier genau der Felsbrocken erwacht zum Leben. Katsching. Und noch einmal. Boom, kaputt. Unseren eigenen Freunden erschlagen. Quickcliff. Jetzt muss ich überlegen, wo wir lang müssen. Jetzt teilen sich die Wege. Ich glaube aber jetzt erst gehen wir oben lang. Ja, genau. Und, yep. Kraftelixier. Ach ja, genau. Mir fällt gerade ein, wir haben noch die Elixier. Die könnten wir mal einsetzen. Kann ja nicht schaden. Kraftelixier. Möchtest du das auswählen? Jupp. Kraftelixier getrunken. Und Stärke steigt um 1. Und dann haben wir noch 2 Vital-Elixiere. Das steigert schon unsere KP um 5. Und direkt nochmal um 5. Und. Na? Plopp. Sehr schön. Mehr KP. So, dann gehen wir jetzt hier runter. Da treffen wir jetzt wieder neue Gegner. Ihr habt den Flash schon gesehen. Die sind echt übelst. Ja, habe ich mir nämlich gedacht, dass das passiert. Oh, wie ich sie hasse. Ja. Oh, nervige Kackviecher, komm her. Glibberbolz, da nicht. So. Ist die beste Möglichkeit mit diesem Rundumdreh-Kick-Dingen. Mit Funkensprung sprüht man nämlich genau in die Viecher rein. Na komm. Ja, danke. So. Dann haben wir hier wieder... Boah, ja. Ich renne wieder genau fast in dieses dumme Vieh rein. Das ist schlimm immer, echt. Ich stelle mich an, als wäre wieder größere Honkedonk. Da wie gesagt, ist der zweite Level. Und, hoppala. Ja, genau, das sollte nicht passieren. Komm her, du dumme Vogel. Ah, nicht in mich reinfliegen. Ich schmecke nicht. Nein, und nicht. Ach komm, ey. Mein Gott, ich stelle mich aber auch an, ne? Dann nochmal, wo ist er denn, der dumme Vieh? Da ist er. Komm. Kaputt, sehr schön. Und einen vierten? Ne. Oder? Nix. Dann geht's hier eine Treppe nach oben. Das Level dauert ein gutes Stückchen länger als das letzte, weil es relativ umfangreich und es gibt viele verschiedene Wege. Und nein. Genau. Wollte ich eigentlich springen und jetzt aber. Nein. Jetzt. So. Also langsam muss ich mit meiner Energie aber aufpassen, dass ich nicht in den gefährlichen Bereich komme. Dieser Kristallstab hilft hier nicht mehr, ne? Und so, kaputt jetzt. Ah, wieder zwei Teile. Wie ich mal überlegen, wo ich lang muss. Guck ich mal hier rein erstmal. Was war denn hier? Ne. Ich glaube, hier gehe ich später rein. Nicht außenrum. Weil ich möchte auch gerne jede Truhe mitnehmen. Gerade wegen Elixieren, die es hier gibt. So Kraft. Vital-Exe etc. Die helfen schon recht gut. Und, oh Mann. Ja, das gibt's gar nicht. Wo muss ich denn lang?
Okay, hier. Ja, diese Wand, die ihr hier seht, da komme ich noch nicht hoch. Brauche ich, ich würde mal sagen. Ja, ein neues Item brauche ich. Ja, komm. Komm. Ey, komm, ohne Witz hat dieser dumme Scheiß Schleimbolzen, ne? So. Dann gehen wir mal hier lang. Aber auch nochmal dieses Kletterding, das gibt's gar nicht. Ey, wo muss ich denn lang? Komm doch auf, du Blubber. So, Tala, nehmen wir mit. Was wir hier haben. Stirb. So, kaputt. Sehr schön. Und den fetten nehme ich auch noch mit. Hätte ich lieber den anderen Weg nehmen sollen? Gibt's gar nicht. Ich bin jetzt echt im... Nee. Doch, hier bin ich richtig. Ah, jetzt wird's gefährlich. Nein, nicht beide. Das ist nicht gut. Schön Amoklauf und stehen bleiben. Und wenn die mich nämlich leer um. Und er ist sehr schön Level 11 erreicht. Das ist gut. P um 9. Oh, Stärke um 2. Das ist schön. Das ist wirklich gut. Und Glück um 1. Yay. Super. Und ich habe mit der Faust der Gerechtigkeit also den Typen umgenockt. Granitschwer. Neue Waffe. Ist aber, ja... Ich sag mal so... Genau, wollte ich gerade sagen. Die Waffe hat eine besondere Fähigkeit, wie ihr gerade seht. Die kann diese etwas dunklen Felsen zertrümmern. Ja, zerschmettert auch massive Felsen. Wird aber, glaube ich, nur in diesem Level benötigt. Ich glaube, danach kommt, wird die Möglichkeit, glaube ich, nie wiederkommen. Oder beziehungsweise wird das nie wieder angewandt. So, genau. Sehr schön. Und ich glaube, wir ziehen... Aha! Seht ihr? Der Vorteil ist halt auch, wir ziehen ziemlich viel den Stahltyp. Oder den Stahl, sag ich schon. Und komm, den Gegnern jetzt halt mehr ab. Gerade den Felsentypen, den ziehen wir noch ein gutes Stück ab. So. So, dann würde ich auch sagen, mache ich hier gleich einen Cut. Und ja, hier bleibt das nicht entwickeln, also ich komme hier. Nervt nicht. Komm, weiter geht's. Und machen dann im nächsten Part weiter. Wo mache ich denn den Cut? Hier mache ich jetzt einen Cut. So, bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich sage, im nächsten Part geht's weiter. Hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder mit. Das mache ich hier. Wollte ich nicht Cut machen. Den nehme ich noch mit. Ich werde natürlich voll den Gegner an. So. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Part wieder mit dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Einen schönen Tag noch. Macht's gut und ciao, ciao.